Wir sind wieder bei Funktionen in der 8. Klasse, wir sind bei linearen Funktionen und heute geht es um das sogenannte Steigungsdreieck. Ich sagte ja hier beim letzten Video, wir machen das später, dass wir zum Beispiel sagen, wenn uns das nicht ausreicht, also wenn wir jetzt zu große absolute Glieder zum Beispiel haben, hier 15 gar, oder der Anstieg ist 10x, dann geht das nicht, wenn ich hier eine 1 ranschreibe, dann male ich mich dumm und dämlich. Ich darf hier ranschreiben, was ich will. Ich darf es sogar unterschiedlich machen, ich muss es nur tun. Wenn ich es nicht ranschreibe, dann ist nicht sicher, wie viel ist ein Schritt von hier bis hier wert. Aber das machen wir später. Wir betrachten heute nochmal das sogenannte Steigungsdreieck. Schauen wir mal, was hier passiert ist. Hier an der Stelle. Ich mache das mal hier bei dem roten Graphen. Schaut mal, ich kann doch sagen, bei der Funktion, minus 1 steht hier hinten als absolutes Glied, 1 Fünftel x minus 1. Da war ja der Trick, dass wir gesagt haben, mit 1 Fünftel kommen wir nicht weiter. Also wenn ich von 1 losgehe nach rechts, x ist 1, mal 1 Fünftel habe ich 1 Fünftel, minus 1 sind minus 4 Fünftel. Da hätte ich hier in diesem Bereich irgendwo da was zu zeichnen. Da bedient man sich des Tricks, dass man sagt, ich setze hier, einsetzen kann ich für x, was ich will, ich setze hier eine 5 ein, damit sich das kürzt. Und kann besser rechnen. Ein Fünftel mal 5 ist 1, minus 1 ist 0. Dann habe ich den dazugehörigen Wert hier. Es gibt noch eine Variante. Pardon. Und zwar über das sogenannte Steigungsdreieck. Ich werde das mal andeuten. Wenn ich mein absolutes Glied habe, kann ich nämlich auch von hier aus losgehen. Gehe praktischerweise, damit sich es kürzt, 5 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1 nach oben. Das geht auch. Das Steigungsdreieck kann man so auf diese Art realisieren. Aber damit wollen wir uns jetzt nochmal beschäftigen. Das machen wir nochmal anhand dieser Geschichte. Ich bleibe jetzt mal bei dieser Einteilung. 1, 1. Das heißt, hier, was hier dahinter kommt, ist minus 1 und so weiter und so fort. Aber das muss ich nicht extra ranschreiben. Das weiß man. Wenn man hier 1, 1 ranschreibt, weiß man automatisch, dass hier die negativen Werte sind und dass hier eine 2 und eine 3 und so weiter ist. Unser Graph heißt, ich mache ihn mal grün, f von x ist mal 2x, nee, ich lasse es bei 2x. Still könnte ich dahinter malen plus 0. So, das heißt, unseren ersten Punkt, dieses plus 0, den hätten wir hier. Moment mal, das gefällt mir jetzt nicht ganz. Ich werde es mal ganz schnell versuchen, ein bisschen zu verschieben, weil ich habe hier nämlich. Na, nee, geht nicht. Gut. Ich bin nämlich hier ein bisschen rüber gerutscht und möchte gerne auf den Kreuzen bleiben. Auf den Achsenkreuzen. So ist besser. So, also, gucken wir es uns mal an. 2x plus 0 heißt das Ding. Und wenn ich sage 2x plus 0, habe ich meinen ersten Punkt. 0, 0. Denn, jetzt nochmal zur Kontrolle, in Gedanken die Wertetabelle heißt, 2 mal 0 ist 0, plus 0 bleibt 0. Also der y-Wert, der geht nicht hoch und nicht runter, der bleibt bei 0. Und jetzt das Steigungsdreieck. Da gilt folgende Regel beim Steigungsdreieck. Einmal nach x ergibt, so, einmal nach x, das heißt hier bis hierhin, 1, ergibt so viel wie der Anstieg ist, 2. Wem die Methode gefällt, gerne. Und jetzt sieht man, dass sich hier ein Dreieck gebildet hat. Das sogenannte Steigungsdreieck. Ich male das jetzt hier aus, ihr müsst es nicht machen. Und jetzt kann ich natürlich auf jeden Fall meinen Graphen hier weiter skizzieren. Es ging jetzt bloß um das Darstellen dieses Dreiecks. Nehmen wir mal in der roten Farbe f von x sei mal, ja, 2x minus 2. Dann habe ich hier mein absolutes Glied bei minus 2, 1. Hier ist 1, 2. Meinen ersten Punkt. Und jetzt kann ich von dem Punkt ausgehen und sage 1 nach rechts und 1, 2 nach oben. Jetzt habe ich hier meinen zweiten Punkt und kann meinen Graphen malen. Und hier drin hätte ich wieder mein Steigungsdreieck. Ich mache an der Stelle mal Pause, das muss man verdauen und abmalen. Und hier gibt es auch schon eine Frage. Ja, das gibt dabei eine Regel. Wenn man sich die Regel einprägen will, geht das. Und zwar, erstens, grundsätzlich, erstmal einmal nach rechts. Da gibt es kein rechts und kein, da gibt es kein links, sondern gibt es nur einmal nach rechts.
Und dann kommt der zweite Schritt, m mal nach oben oder unten, je nachdem, ob m positiv oder negativ ist. Wenn hier minus 2 gestanden hätte, hätte ich nach unten gemusst. Das ist die Regel. Ich mache nochmal Pause. Also nochmal, ganz wichtig, einmal nach rechts ist das erste. Nach rechts, anders geht's nicht. Den x-Wert nach rechts, und zwar ausgehend vom absoluten Glied, vom y-Achsenabschnitt. Da ist mein erster Punkt. Ich kann also plus 0, also setze ich hier meinen ersten Punkt. Nochmal, ich mach's mal. Mach's mal gehighlightet hier. Hier ist mein erster Punkt. Und von da aus einmal nach rechts und weil eine 2 da steht, zweimal nach oben. Hier, minus 2, mein absolutes Glied bei minus 2, ist der y-Achsenabschnitt. Die Kreuzung mit der y-Achse. Und zwar von hier ausgehend. Erster Punkt, einmal nach rechts, zweimal nach oben. Dann habe ich 2 Punkte und kann loslegen. Oder, jetzt kommen wir mal zum anderen Fall. Den mache ich in hellerem Blau. Nehmen wir mal an, f von x heißt minus 3x. Ich nehme jetzt mal plus 2, damit ich hier nicht durcheinander komme. Also, hier an der plus 2, 1, 2. Hier habe ich meinen ersten Punkt. Und jetzt heißt es einmal nach rechts und 1, 2, 3 mal nach unten. 1, 2, 3 mal nach unten. Jetzt liegt mein Steigungsdreieck hier. Jetzt wird es natürlich unübersichtlich, weiß ich. Aber ich wollte es jetzt extra nochmal reinmalen. Und zwar aus folgendem Grund. Da man ja sieht, dass die Steigung bei den ersten beiden 2 ist, positiv 2, müssen auch die Geraden parallel zueinander verlaufen. Denn die sind beide gleich steil. Die haben unterschiedliche y-Achsenabschnitte. Aber die sind beide gleich steil. Und mehr werde ich jetzt hier nicht reinmalen. Ich habe zur Unterscheidung mal plus 2 genommen, damit ich weit wegkomme von den anderen beiden roten und grünen Steigungsdreiecken. Dann habe ich nochmal plus 2, mein absolutes Glied. Und jetzt 1, 2, 3 mal nach unten, weil das nämlich ein negatives m ist. Und zwar rüber 1 und jetzt 1, 2, 3. Und hier ist der nächste Punkt. So funktioniert's. Ich mache wieder Pause. So, das Steigungsdreieck wird später noch mehr Bedeutung erlangen, aber jetzt geht es erstmal darum. Das ist nämlich eine Methode, wenn man dann sicher ist, ganz schnell lineare Funktionen zu malen. Nochmal, wir fangen grundsätzlich mit dem ersten Punkt an. Warte mal. Hier, das absolute Glied. Damit geht's los. Zack, das hätten wir hier zum Beispiel gehabt. Oder hier. Hier. Oder bei der plus 2. Hier. Damit fangen wir an. Damit haben wir unseren ersten Punkt. Die Methode n ist nicht anders als die hier. Erst das absolute Glied malen und dann geht's weiter. Natürlich, die andere Methode hat was für sich. Da kann man dann die Punktkoordinaten schön einmalen und wenn man 3 nimmt, ist man sich sicherer. Aber was spricht denn dagegen zu sagen, na und ich nehme hier noch einen Kontrollpunkt. Ich setze einfach noch 5 ein oder 3 oder sowas und jawohl, der Punkt passt dazu. Dann geht das auch. Also die Methode hier mit dem Steigungsdreieck geht aber schneller, wenn man sich sicher wird langsam. Und zwar nochmal, erst absolutes Glied malen und dann einmal nach rechts, hier bei der grünen, damit haben wir angefangen, einmal nach rechts und da eine 2 steht, eine positive, zweimal nach oben. Hier, 2, bei minus 2 fangen wir an, 2 ist der Anstieg wieder, einmal nach rechts, zweimal nach oben. Und passt, ne? Die sind beide parallel. Haben sie auch die gleiche Steilheit, ne? Gleichen Anstieg. Hier bei plus 2, hier oben, erster Punkt. Und jetzt minus 3. Also einmal nach rechts, dreimal nach runter. Und dann haben wir es. Was aber wenn, wir werden noch genug üben, was aber wenn? Wenn es Brüche sind, die uns da wieder begegnen, dann wird es da scheinbar ein bisschen blöder. Ich fange wieder mit grün an. Ich schreibe mal hier eine 1 an. Na, der Rest ist dann erledigt. Klein Moment mal. So, haben wir geklärt. Also, jetzt könnte es zum Beispiel heißen, f von x, ich fange mal wieder an mit so einer einfachen, und zwar ist ein Drittel, weil ja 0,33333 kann ich nicht mehr malen, ein Drittel x plus 0. Ich nehme hier wieder plus 0 dazu. Ja, geht. Was dann? Also, plus 0 macht mir wieder die Sache leicht. Erster Punkt. Freu, freu. Und jetzt geht's los. Wenn ich sage, einmal nach rechts und ein Drittel nach oben, habe ich ein Problem. Dann sage ich, na und? Ich erinnere mich an die andere Methode. Hier, mit den Brüchen.
Und sage, hier habe ich eine 5 eingesetzt, damit sich das kürzt. Na und? Dann mache ich das doch hier auch. Dann setze ich jetzt hier eine 3 ein, damit sich es kürzt, damit es besser geht. Also, eine 3 eingesetzt und gehe demzufolge dreimal nach rechts. Und weil sich dann hier nur noch eine 1 ergibt, einmal nach oben. Also, 1, 2, 3, bis hierher, 2, 3, ne? Und einmal nach oben. Also ich wende den gleichen Trick an wie vorher. Absolutes Glied und von da aus 1, 2, 3, weil ich eine 3 in Gedanken eingesetzt habe und weil ein drittes Mal 3 1 ergibt, einmal nach oben. Und jetzt habe ich mein Steigungsdreieck hier. Warte mal, ich werde mal versuchen, das jetzt hier freie Hand so hinzuschmieren. Oh, ging. Und hier ist mein Steigungsdreieck. Das muss man nicht ausmalen. Man muss sich bloß dessen klar sein, dass da 1 ist. Was machen wir bei folgendem Ding? In blau f von x sei mal 2 Drittel x und damit sich das ein bisschen abhebt, minus 2, minus 1, minus 2, ne? Hier ist meine minus 2, hier unten der erste Punkt und jetzt mal gucken, jetzt setze ich eine 3 ein, am besten immer das, was unter dem Bruchstrich steht, dann ergibt sich 2, also 3 nach rechts, 1, 2, 3, immer nach rechts und jetzt 1, 2 nach oben. Und ich habe hier meinen, mal sehen. Und man sieht, 2 Drittel ist steiler, deswegen werden die sich irgendwann mal kreuzen. Und ich habe hier wieder mein olles Steigungsdreieck. Gibt bis dahin Fragen und abmalen bitte. Ja, wenn ich mal hier auf diesen Bereich hier, wenn ich mal hier auf diesen ersten, wenn ich mal hier eine Lupe lege, dann sähe das doch wie folgt aus. Ich müsste, ich tue mal jetzt so, als wäre hier X- und Y-Achse. Ich bin hier bei 0, 0 und sage 1. Einmal nach rechts und jetzt kommt's. Und ein Drittel mal nach oben. Guckt euch mal dieses kleine Steigungsdreieck an. Dieses kleine Ding hier. Das wäre zu piepelig. Damit kann man nicht gut malen. Man kann natürlich, wenn man das wie so ein Roboter kann, dann geht das. Aber wer kann denn ein Drittel wirklich, 0,333 Periode 3 und so weiter, wer kann denn das malen? Und da bedient man sich des Tricks, dass man einfach sagt, ich gehe jetzt nicht einmal nach rechts, sondern dreimal nach rechts, damit mein Steigungsdreieck schöner, größer wird, malbarer wird. Denn dann ergibt sich ein Drittel mal 3 eine natürliche Zahl 1. Und die kann man wirklich ganz genau auf den Kreuzen des Millimeterpapiers oder hier in diesem Fall des Rechenpapiers gut darstellen. Noch eine Frage? Also die Regel ist eigentlich die gleiche. Ich wollte euch bloß das Ding langsam nahebringen. Und zwar, ich sag mal zu der Regel so hier. Erstens ausreichend nach rechts, also ausreichend, damit es nicht so piepelig wird. Ausreichend wäre idealerweise, indem ich sage, so, dass ich kürzen kann. Ausreichend nach rechts. Also wenn ich hier kürzen will, dann muss ich hier nur 3 einsetzen. Ich kann auch nur 6 einsetzen. Ausreichend nach rechts und dann das Errechnete, das Gekürzte, nämlich hier, bleiben wir 2 Drittel, 3 nach rechts, ergibt 2 nach oben. Errechnet nach oben oder unten, Plus oder Minus. Also ausreichend bedeutet so, dass ich hier immer eine schicke Zahl ergibt, wenn es geht eine natürliche oder zumindest eine ganze Zahl, die man auch schön auf den Rechenkästchen oder Millimeterpapier einmalen kann und die nicht zu kleine Steigungsdreiecke ergibt, ausreichend nach rechts und dann das Errechnete, das heißt das Gekürzte, nach oben oder unten, je nach Vorzeichen, was hier steht. Und jetzt kam die Bemerkung, und darauf wollte ich hinaus, aber ich wollte euch die Regel erst klar machen, damit sie sitzt und nicht damit wir sagen, das müssen wir uns so merken. Am besten so wenig wie möglich merken, sondern können. Man kann auch sagen, das funktioniert eigentlich immer, indem ich sage, das, was unter Bruchstrich steht, nach rechts und was oben drauf steht, nach oben. Und je nach Vorzeichen. Aber wenn man das so stur sich einprägt und nicht weiß, warum, ist es schade. Wir machen mal noch ein nächstes Beispiel, und zwar in Feuerrot. Ich wollte es in Feuerrot machen. F von X. Damit rein. Soll sein, ich nehme jetzt mal einen negativen Wert, minus 4 Fünftel x, minus 3. Minus 3 nehme ich, damit ich hier einen Abstand habe. Ich mache das jetzt.
Ich habe diese Formel vorgegeben, damit ich sagen kann, hier, da ist meine minus 3. So, bei minus 3 fange ich an. Und zwar, ich setze ein, ich muss immer nach rechts gehen, auch wenn hier ein Minus steht. Ich setze eine 5 ein. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt minus 4 nach unten heißt das. Und jetzt habe ich ein Problem. 1, 2, 3, 4. Hier wäre mein nächster Punkt. Mal sehen, ob mir das gelingt. Und der Graph verläuft dementsprechend nach unten. Das wäre der Graph dafür. Und hier sieht man wieder das Steigungsdreieck. Ich deute es mal an. Hey. So, ich hoffe, das ist genug Diskussionsstoff da. Also, wir machen das Video an der Stelle erstmal zu, klären noch ein paar Fragen und melden uns dann gleich wieder zu Übungen.